Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder dabei seid. Sie in ein Stufe 3 Dämonen Eindämmungsereignis, bewahren Sie Ruhe. Ein Gefolgsmann der Stufe 3 würde nicht in Panik geraten und das sollten Sie auch nicht. Alter, schießt er? Im Gegensatz, ich bin der Nero und wir spielen natürlich Doom, aber ich habe das schon länger nicht mehr gespielt. Gucken, wie ich mich hier anstellen werde. Also der stellt sich gar nicht mehr an. Aber wie gesagt, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Sollte also irgendwas... Dämonen als Waffe. Für eine bessere Zukunft. Ja, alles klar. Dämonen als Waffe. Daher kommt das. Au! Ich habe doch noch die Waffe gewechselt. Ach du Scheiße. Geraten Sie in eine Stufe 3 Dämonen und dem Ereignis, bewahren Sie Ruhe. Ein Gefolg von der Stufe 3 Dämonen in Panik erlangen, das sollten Sie auch nicht. Okay. Ich will auch machen. Laue Sicherheitsfreigabe erforderlich. Okay. Gut, die habe ich natürlich mal wieder nicht. Weg. Oh, in die Fresse. Ach du schon wieder. Nämlich kann ich mehr schießen. Was war das denn? Dämonen als Waffe. Für eine bessere Zukunft. So wie der eben. Ach. Ach du Scheiße. Hängt fest, ich häng an der Ecke. Gibt's Sommer? Au. Au. Jetzt reicht's mir. Das ist mein Schrot. Au, ich bin gleich tot. Kettensäge ging mit D, glaube ich, ne? Ja, die hätte ich mal benutzen sollen. Für eine bessere Zukunft. Dämonen als Waffe, aber daher kommt das auch. Es hat immer mit Waffen zu tun. Ah, und die mussten das hier... Dämonen als Waffe. Ja, und die Waffe hat sich gegen euch gerichtet. Geraten Sie in ein Stufe 3 Dämonen-Eindämmungsereignis, bewahren Sie Ruhe. Ein Gefolg von der Stufe 3 würde nicht in Panik. Der sieht irgendwie nicht sehr glücklich aus. Ja, es tut mir für alle leid, die, wie gesagt, ein bisschen länger her. Okay, da komme ich nicht so durch. Ja, geht auch nicht auf. Weißt du was? Mach mal auf hier. Soll ich? Oder soll ich? Ich gucke erstmal, was hier hinten ist. Oh. Okay, kann ich leider nicht nehmen. Ja, ja, halt deine Schnauze. Einmal bitte nach oben oder nach unten. Nach unten meine ich, nach unten. Ich brauche mal wieder Munition, ne? Erste Tests von Vegas protoplasmischen Schaltkreisen ergaben eine Temperatur von über 1,2 Megakelvin, 173 mal heißer als die Sonnenoberfläche. Deshalb wurde ein extrem gekühlter Bau errichtet, um die vielen Meilen von Vegas Schaltkreisen und die Millionen Prozessorknoten zu beherbergen. Wo ist denn unsere Waffe? Scheint wert zu sein. Ah, hier ist sie. Ah, da ist sie wieder. Okay. Ich soll einen Zugang hierhin schaffen, bitte. Du siehst das beste Kühlsystem aller Zeiten vor dir. Es hat Jahre gedauert, es zu perfektionieren. Zerstören Sie die 4 Kühlmittelgeneratoren. Sind sie vernichtet, werden meine Primärsysteme überhitzen. Na. Und ob das eine gute
Idee ist. Ich weiß ja nicht. Kerntemperatur steigt. Hallo, das gehört mir, das habe ich verloren. Ich bin mir da ganz unsicher, dass... Au! Alter! Die kommen jetzt schon? Nee, der kommt nicht mehr. Der hat keinen Bock mehr zu kommen. Ich sag dir, der hat keine Lust mehr. Immer diese Kleingeist-Tier. So, Arm weg. Bein weg. Kopf weg. Was willst du denn hier? Meine Güte. Aufs Maul. Eindeutig aufs Maul. Alles nur so klein. Oh, hoppla, beinahe wäre ich runtergefallen. Ehrlich? Okay. Oh, hoppla. Er ist ja hier das Falsche. Hier gibt es ja kein Nachladen. Noch so ein Fetti-Fett hier? Nee, nur noch so kleine. Au, wo? Wo, wo, wo? Oh, warum ist der explodiert? Bam, ins Gesicht. Bam, einfach in die Fresse. Sehr schön. Ach so. So! Hab ich nur verguckt. Hallo, mein Freund! Wo sind meine Freunde? Ich suche euch. Bam! Wo seid ihr? Hallo! Au, was war das denn? Ich hänge fest. Aber nur mit meiner Maus an meinem eigenen Tisch. Jetzt reicht's mir. Falsche Richtung. Aber es reicht trotzdem. Alter, habe ich ihn den Arsch aus... Ich habe ihn echt den Arsch aufgerissen. Da kriegt das Sprichwort mal eine ganz andere Bedeutung. Wo sind denn die anderen Kühlaggregatoren? Aggregatoren? Ins Gesicht. Ah ja. Ah, oh, tut das gut. Ins Gesicht. Oh, ich mag dieses Superquake-Ding, was ich hatte. Wo sind die anderen Kühe? Ich habe jetzt zwei zerstört. Davon wollte ich eins noch gar nicht zerstören, aber das war dann ganz gut. Alter, jetzt reicht's mir hier. Kriegt's aufs Maul. So. Oh, da ist ein Fetti mit Fett. Temperatur
Kann ich mal ganz kurz, danke. Ich, das war ein Versehen. Das war nicht meine Kettensäge. Durch den Nachbarn. Ich schwöre. Ich schwöre, das war nicht meine. Sag dich doch, das war nicht meine. Da bin ich hier. Da möchte ich hier um Rücksicht bitten, dass das ist alles ein Missverständnis. Ein böses, böses Missverständnis. Ich bin gar nicht so. Eigentlich bin ich ganz anders, ne? Schau. Eigentlich wollte ich dich gar nicht. Oh, ist er dazwischen gelaufen? Oh. Also, in die Lücke da, meine ich. Oh, tschüss. War ich das? Gar nicht. Ich bin unschuldig. Ich schwöre. Den braucht er nicht mehr. Ich habe gehört, der wird überbewertet. Aber wo ist das vierte Aggregat? Oder waren das schon alle vier? Da war noch eins. Das ist auch schon hinüber. Hallo? Danke. Down. Zerstöre alle Aggregate. Wo? Oh, da oben. Au! Sie können sich jetzt zu meinem Kern begeben, um den Vorgang abzuschließen. Ja, ist die Frage, will ich das überhaupt? Gucken wir einfach mal ganz, ganz kurz nach, ob ich das möchte. Ja, das möchte ich. Gibt es hier aber vielleicht erstmal noch ein bisschen Health Packs etc. Schilder, Health Packs, ich nehme alles. Ich habe nämlich gehört, ich sehe nicht mehr so gut aus wie vorher. Die haben tatsächlich mein makelloses Ansehen angekratzt. Mein Anzug. Bügelfalte halt, ne? Ja, das ist halt ein Problem. Machen wir das auch so. Der Zug unten wird dich zum Eingang bringen. Das ist doch eine Falle. Das ist sowas von eine Falle. Jungs, das ist keine gute Idee. Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Auf engsten Raum. Darauf geht's, kommt sie nach. Au! Au! Ich wollte eigentlich hier rüber. Zu dem netten Hai hier. Okay, vielleicht ist es... Au, wo kommst du denn her? Von tot. Ach, ich kann hier gar nicht so nach unten fallen. Okay, gut zu wissen.
kann aber runterfallen. Dann sieht es nicht mehr so schön aus. Geh weg. Geht's noch? Oh, 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 oh. Oh, hallo. Aua, jetzt lass mich mal in Ruhe. Oh, warte mal. Wo du gerade so bist, nehme ich das mal mit. So, zweimal sollte reichen. Geh weg. Wo ist meine Schrot? Wo ist meine Schrot? Scheiße! 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 Ach, Kacke. Müssen wir das nochmal machen? Lass mich raten. Wir müssen jetzt nochmal in den Zug da reinfahren. Ich habe gesagt, das ist eine scheiß Idee. Und ich bleib dabei. Das ist und bleibt eine scheiß Idee. Aber okay. Ist, wie es ist. Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Okay. Oh, da unten. Kann ich mal ganz kurz? Dankeschön, es regnet. Money. Money, money, money. Das ist so funny. Hallo, mein Freund. Oh, hoppla, daneben. Hoppla. Aua. Wer schießt denn hier auf mich? Ins Gesicht. Ach so, die spawnen ja hier einfach random in der Gegend rum. Hallo. Ich bin hier oben. Wahrscheinlich die auch. Oh, hoppla. Oh ja. Die auch tatsächlich. Ziehen wir mal ein bisschen. Ja, wie viel kommen denn hier noch? Meine Güte. Au, ey. Das war uncool, mein Freund. Wer schießt denn hier auf mich so feige? Auch mal ganz kurz, danke. Oh. Du nicht. Du bist... Ach du Scheiße. Ach du heilige Kacke. Ich will weg, ich will weg, ich will weg. Die ist scheiße, die Waffe. Aber wartet mal. Ah. Oh, keine Munition dafür. Oh, shit, shit, shit.
So, die sind jetzt auch weg. So. Bisschen Benzin. Bisschen Leben. Sagen, dass der mich in Ruhe lassen soll. Ja. Hallo? Ist hier noch jemand? Hallo? Hallo? Ich sammle das mal ein bisschen später ein. So jetzt, meine ich, nachdem der Kampf... Ach, leck mich doch am Arsch. Wie ich das hasse. Ja, ein bisschen übertrieben, aber egal. Gucken, was hier oben war. Lecco mio, sage ich nur. Lecco mio. Okay, das war nur Haste. Nur, hätte trotzdem schon geholfen. Verliere Speicherkapazität. Kontrolle über neurale Funktionen minimal. Sobald Vegas Kern vernichtet ist, zieht dich das Energievakuum zurück in die Hölle. Dein Ankunftsort ist der Brunnen. Verschließe ihn jetzt mit dem Schmelztiegel. Dann schließt sich auch das Portal auf dem Mars. Gut, dann. Dann bin ich mal gespannt. Sie werden dich sicher nicht kampflos zum Brunnen lassen. Aber so magst du es ja am liebsten, oder? Das ist deine Natur. Wichser. Ist doch alles eingefädelt. Ja, und was sich hinter der Tür befindet, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge hier von Doom. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben nicht vergessen, damit supportet ihr mich. Tschüss.